Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Beziehungsweise wir spielen alle Addons. Dies wird ein riesiges, super tolles, großes Mega-Mammut-Projekt. Bin gespannt, ob ich es hinkriege. Weil diesmal wird es, sofern alles gut läuft, ohne Hilfe sein. Ohne irgendwas. Gott, und ich will so sagen. So, wir starten einfach mal direkt. Bevor ich hier jetzt irgendwie groß rumblödel. Ich habe ja immer meine normalen Chars. Wir starten aber komplett neu. In einer anderen Welt. Und ja. Ich habe ihn rein theoretisch auch schon erstellt. Deswegen laden wir einmal ganz kurz den Charakter. Den habe ich schon vor längerem erstellt, da steht zwar 18.8., aber ich habe ihn jetzt gestern so oft versucht, hier drin zu erstellen, das glaubt ihr mir gar nicht. So, das hier ist unsere Route. Aha. Ich muss halt nur gucken, ob das mit der Stimme passt. Aber ja, sie passt. Ich bleib dabei. Muss nicht gespeichert werden. Wir nehmen jetzt einfach hier mal. Bin ich. Das hier. Nimm den hier. Ralga, ich lese das jetzt übrigens gerade nicht vor. Das hier ist jetzt, glaube ich, einfach nur. Ne? Das typische Vorgeplänkel. Deswegen. Schau ich einfach, wo es am besten passt. Und ja. Deswegen bin ich jetzt hier gerade so ein bisschen herumgucken. Komm, wir machen das hier. So, ich war jetzt lange am Hin und Her überlegen. Was ich starte. Beziehungsweise, welche Klasse wir machen. Weil wir können in Ulda starten, wir könnten in Limsa starten, wir könnten aber auch in Gridania starten. Gridania habe ich im Stream schon gemacht, deswegen wäre das jetzt eher weniger in Option. Das heißt, es bleibt für mich. Oh Gott, Entschuldigung. Ich bin gerade eigentlich nur der Hermetika. Limsa, weil mit dem Marumodürm möchte ich definitiv noch nichts starten. Weil ich mit Tanks doch nicht so gut klarkomme und ich deswegen. Oder mir gesagt wurde, dass das eigentlich nicht ganz einsteigerfreundlich ist. Deswegen wäre das halt eher weniger mein Problem. Bin ich, weil dieser Charakter besteht auf einer Grundlage, die ich genommen habe, und zwar aus einem Final Fantasy Teil. Es ist nicht 1:1 der Charakter, ich habe da noch einige Sachen hinzugefügt, ich muss auch gleich noch was ändern. Ja, er besteht beziehungsweise auf dieser Grundlage. Da müsste ich rein theoretisch Gladiator. Rein theoretisch. Da ich Uldas Geschichte bis zu einem gewissen Punkt aber schon kenne, weil ich das halt damals ganz zu Anfang noch gespielt hatte, wird es für mich vorläufig erst einmal der Hermetiker werden. Passt nicht zu der Art von Charakter, wie ich ihn hier jetzt eigentlich haben wollte. Aber wie gesagt, mich interessiert halt da die Story.
Und das machen wir jetzt einfach am besten. Ich kann danach ja. Ich werde sowieso alle Klassen spielen, deswegen ist das eigentlich sowieso hinfällig. Zumindest bis Klasse 15. Bis Klasse 15. Bis Stufe 15 werde ich alle erstmal spielen. Deswegen. Ja. Es ist sowieso komplett hinfällig. Eigentlich, rein theoretisch, da ich sowieso bis 15 alle spiele, könnt ihr auch einfach den Marodeur nehmen. Ich muss mit denen ja nicht in Indies laufen. Ne? So rein theoretisch. Komm, das machen wir auch einfach. Ich wollte ja in der Kämpferklasse. Wie gesagt, wir müssen damit ja noch nicht in die Indies rein oder sonstiges. Das können wir dann alles später machen. Aber damit ich zumindest so halbwegs meine Kämpferklasse habe, wie ich sie eigentlich haben wollte. So, machen wir Marodeur. Wird ändern. Ich wollte eigentlich jetzt dahin. So. Wir hatten eigentlich. Ich weiß nicht, ob der Name geht. Ich muss aber nochmal nachgucken, ob der Nachname richtig ist. Der ist jetzt übrigens frei erfunden, nicht von dem, was ich von dem eigentlichen Charakter hatte. Deswegen. Muss ich. Ja, okay, ist richtig. Deswegen muss ich da jetzt einfach mal kurz nachgucken. Ich weiß nicht, ob der Name geht. Es kann sein, dass er nicht geht. Denn manche Namen aus dem Final Fantasy Universum sind gefühlt, glaube ich, gesperrt. Zumindest habe ich gestern. Ich habe einfach aus Jux und Dollerei mal ein paar Final Fantasy Namen eingegeben und sie war tatsächlich gesperrt. Also ich gucke mal, ob das geht. Ansonsten muss ich die lange Form nehmen, die geht definitiv. Okay, es geht tatsächlich. Das ist sehr schön. Das ist wunderbar. Wo ich gleich starte, will ich einmal noch kurz zeigen, was es hier noch für Völker gibt. Und zwar gibt es halt einmal die Hyran, für die ich mich jetzt erstmal entschieden habe. Wir werden später noch das Volk wechseln. Und zwar wahrscheinlich entweder auf eine Picote, eine Aura oder eine Viera. Zwei Möglichkeiten haben wir, mal gucken. Mal gucken, für was ich mich entscheide. Und ja gut, es gibt einmal die Ilesen noch. Die Lalas, die ich aber nicht wirklich ernst nehmen kann. Dann halt die Mikoten, das sind so Katzenwesen. Die Röckardinen, ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht. Dann halt die Auras, Röckard und die Viera. Und ja, wie gesagt, der Grund, warum ich mich halt für Hyran entschieden habe, ist erstens, weil wir sie noch nie hatten. Und zweitens, weil es halt zu der Charakterart passt. Deswegen war es bei mir die Hyran. Achso, ich wollte hier noch vorlegen. Die Hyran sind in der Vergangenheit in drei großen Völkerwanderungen von den umliegenden Kontinenten und Inseln nach Eorzea geschwommen. Und bilden den größten Teil der Bevölkerung. Sie waren die treibende Kraft in der rapiden kulturellen Entfaltung Eorzeas. Begründet in der Unterschiedlichkeit ihrer Herkunftsgebiete liegt sowohl ihre facettenreiche Persönlichkeit als auch ihr schwach ausgeprägtes Volksbewusstsein. Ihr freiheitsliebendes Naturell ist ihnen allen jedoch gemein. Ja. Klingt doch, gut. So, warte mal. Ich musste. Körpergröße. Einmal auf 1,65. Ich will zumindest die Körpergröße so normal haben, wie es geht. Das werde ich jetzt einmal kurz beschreiben. Ja. So, dann muss ich mir nochmal kurz die Nase kümmern. So. Und wir beginnen ein neues Spiel mit diesem Charakter. Und falls wir auf die Warteliste kommen, sehen wir uns danach. Thank you.
Fühl es. Hör hin, fühl es, denk nach. Hey, hey! Also in Ordnung, Kindchen? Du schönst ja im Schlaf und schwitzt, dass man das nicht mit ansehen kann. Sehr krank siehst du mir nicht aus. Kommst wohl mit dem Äther nicht zurecht. Hm? Ja, manche sind da empfindlicher als andere. Ist auch kein Wunder, wenn die Limse einen Ätheriten nach dem anderen hinklotzen. Aber Kopf hoch, du gewöhnst dich dran. Das Schiff schwankt heute aber auch gewaltig. Ja, lass uns doch mal an Deck gehen und frische Luft schnappen. Das wird dir gut tun, Kindchen. Bis Limse ist es noch ein ganzes Stück. Plaudern wir doch ein bisschen, wenn du nichts dagegen hast. Die da sind nämlich nicht gerade die gesprächigsten, wie du sicher gemerkt hast. Mein Name ist übrigens Brenner. Fahrender Händler, freut mich außerordentlich. Diese salzige Brise. Und du? Bist für ein Abenteuerneuling, was? Sonst wärst du nicht so ausstraffiert. Haha, voll schwarz. Ich hab's doch gleich gewusst. Da ruft der Freiheit Ruhm und Ehre. Das wahre Leben. Solange du es hast, versteht sich. Ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen. In Zeiten wie diesen. Und wie bist du aufs Abenteuern gekommen? Wenn ich fragen darf. Stärke? Um Stärke zu erlangen? Womöglich? Stärke, hm? Tja, zu kämpfen gibt's für Abenteurer mehr als genug. Nicht schlecht, um deine Waffenarm zu trainieren. Da solltest du gleich in der Abenteurer-Gilde vorbeischauen. Wenn wir angelegt haben, die sagen dir, welchen Wind im Limser weht. Und einer der Kämpfer-Gilden beizutreten, wäre sicher auch keine schlechte Idee. Den Marodeuren vielleicht? Ja, eine Axt passt zu dir. Oder den Hermetikern. Die sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Da kannst du dir ein paar feine Zaubertricks abschauen, wenn das mehr dein Fall ist. Aber merk dir eins. Es gibt Wichtigeres als Skill und Ehre. Klar, nichts ist umsonst. Aber der Tod kostet das Leben. Uah. Steuerboote voraus, Piraten! Die segeln unter der Piratenflagge. Flagge. Piraten? Verdammt. Hey, ihr seid im Weg. Unter Deck mit euch.
Warum muss ich das Gesinde ausgerechnet mit unser Schiff aussuchen? Nicht mal unter der Flimser-Flagge ist man noch sicher. Entwarnung, Leute. Alles unter Kontrolle. Wir sind außer Kanonenreichweite. Und mit dieser steifen Brise in den Segeln holen sie uns nicht mehr ein. Das war aber mal wieder verdammt knapp. Du hast aber auch die Ruhe weg. Dabei hätte das überaus gehen können. Dass die Piraten abgedreht haben, bedeutet, dass wir nicht mehr weit vom Hafen sind. Los, lass uns mal nach Landausschau halten. Ist das eigentlich deine erste Reise nach Limsa? Ja. Tatsächlich so. Im Ernst? Wenn das so ist, dann lass dir mal von einem Ortskundigen erklären, was hier läuft. Limsa Lumensa verfügt über die stärkste Marine Gaziosia. Ist gar nicht so lange her, dass die Stadt in der Hand von Piraten war. Aber der neue Admiral hat ordentlich aufgeräumt. Wenn sie selbst mal zu dem Pakt gehört hat, würdest du nicht glauben. Na, sonst würde sie auch mit diesem Raubein garantiert dich fertig. Es gibt mehr Verbrecher und Unruhestifter hier als Schuppen an einer Bartel. Und dass die Piraten nicht gern klein beigeben, hast du vorhin selbst gemerkt. Und dann die Sargin, die die Küstenstriche unsicher machen. Schon mal von den wilden Stämmen gehört? Die sehen aus wie eine Art Drachenmulch und leben im Meer. Ah, endlich, lernt in Sicht. Sieh nach vorn. Die Meeresmetropole Limsa Lumensa, geleitet von Laen, gesegnet mit den Schätzen der See, heimgesucht von ihren Ungeheuern. Im Südwesten Eoseas liegt Wühlbrand, umspült von der Rotano-See. Hier ragt Limsa Lumensa empor. Heimathafen für Fischer, Piraten und Halsabschneider. Zahllose Inseln sind wie zu einer luftigen Takelage verbunden und über allem wacht Lümlen, die Göttin der Seeleute. Heute hat die salzige Brise jemand Besonderes in den sicheren Hafen getragen. Noch kennt diese Abenteurerin ihr bedeutendes Schicksal nicht. Hier trennen sich unsere Wege. Alles Glück der Welt, Kind. Es war mir ein Vergnügen. Ihr müsst auf dem Markt nach dem Rechten sehen und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Hier, das gebe ich dir dafür, dass du vorhin meine moralische Stütze warst. Du hast mir immer noch nicht deinen Namen verraten. Aber viel wichtiger ist ja Folgendes. Dass du eine große Heldin wirst, und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? An welch fremde Gestade, durch welch tosenden Sturm wird die Reise sie führen? Hier beginnt sie, bis die See sie im Tod umfängt. Beginnt es also.
unser Ende. Also Anfang vom Ende. Wobei, nein, so schlimm wird's nicht. Hoffe ich. So, ihr werdet übrigens gleich einen kleinen Kameraden, ein kleines Helferlein kennenlernen. Und zwar Sammy werdet ihr gleich kennenlernen. Sammy wird uns nämlich hier im Spiel etwas helfen. Du da! Ja, genau du bist gemeint. Das hier ist mein Wachdistrikt, Mädchen. Lass mich mal sehen, was dieses Mal wieder für Treibgut eingeschwemmt worden ist. Ein Abenteuer. Frisch vom See, von Schiff und noch ganz wackelig auf dem Brein vom Seegang. Ganz doll in der Stadt, was? Dann hast du Glück, dass du Rissflo, dem galantesten Helden der Gelbjacken, begegnet bist. Er zeigt dir den Weg durch all die verwirrenden Stege und Brücken. Mach schon. So. Und jetzt lernt ihr auch Sammy kennen. Ja, wir wollen mit Maus und Tastatur erstmal steuern. Das kommt mal nicht vor. So, Sammy wird nämlich für uns den Chat verdecken. Ja, ich wusste nicht, wie es mit Rechten und so weiter aussieht. Deswegen habe ich lieber das genommen, was eh schon mein Emote ist. Also, wie gesagt, Leute, die mich aus dem Stream kennen, die wissen ganz genau, das ist Sammy hier. Also, eigentlich heißt er nicht Sammy, aber ich habe ihn jetzt auf Sammy getauft. Eins meiner Twitch-Emotes. Und deswegen hockt Sammy da jetzt. Damit der Schalt verdeckt. Ich werde euch mal das Rumgejammer von dem Einstellen vom Interface und so weiter. Werde ich euch jetzt einfach mal ersparen. Ich muss mich eben nämlich nur mal kurz bei der Nase kümmern. So. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich alles eingestellt habe. So, ich habe alles eingestellt. Keine Angst, der Part wird noch etwas länger gehen. Nicht zu lange, aber zumindest doch so, dass wir hier die Einführung so weit durchgehen. Fortschritt während Aufträgen. NPCs, die Aufträge anbieten, erkennt man an den Ausrufezeichen über den Köpfen. Mache einen Rechtsklick auf das Zeichen, um das Auftragsfenster zu öffnen. Aufträge annehmen. Wenn du im Begriff bist, einen Auftrag zu beginnen, erscheint ein Fenster mit einer kurzen Einleitung und der Vergütung, die du erwarten darfst. Mit Annehmen fügst du den Auftrag deiner Aufgabenliste am rechten Bildschirmrand hinzu. Immer schön ein neues Gesicht in der Stadt zu sehen. Deine Augen leuchten ja förmlich vor Tatendrang. Leute wie dich braucht Limsa. Glaub's mir. Bevor du mit der Abenteuerei richtig loslegen kannst, musst du dich aber erstmal in der ertränkten Sorge und einschreiben. Dabei findet sich nämlich unsere Abenteuergilde und die ist die Anlaufstelle für alle, die in Limsa Lumitsa was erleben wollen. Zur ertränkten Sorge gelangst du über den Krähenlift. Folg einfach dem Weg hier hinter mir. Der Aufzugswächter hier, Gräfer, ist ein netter Bursche. Wenn du rauf willst, ruft er den Aufzug für dich. In der ertränkten Sorge wendest du dich dann an den Wirt Baderon. Alles klar? Der wird dir den Rest erklären. Also dann, ich wünsche dir gutes Gelingen bei den ersten Schritten hier. Möge der Kristall dich allzeit schützen. Der Gesicht freundlich. Du hast deinen Auftrag angenommen. In der Aufgabenliste siehst du auf einen Blick, wie du den Auftrag erfüllen kannst. In der Aufgabenliste rechts am Bildschirm kannst du auf einen Blick erkennen, welche Aufträge du angenommen hast und, und was du dafür als nächstes machen musst. Es können maximal 5 Aufträge gleichzeitig angezeigt werden.
Wenn du auf den Titel klickst, öffnet sich der Auftrag in deinem Archiv und du kannst auf einen Blick sehen, welche Ziele und Belohnungen damit verbunden sind. Gut. Ja, also ich glaube, ich bin soweit zufrieden, dass ich das mal sage, dass ich mit dem Charakter soweit zufrieden bin. Wie gesagt, sie ist nicht originalgetreu, aber das kann man nun auch nicht unbedingt erwarten. So, hallo Grefa. Herzlich willkommen in Limsalumet seiner Treppe. Du bist doch nicht lange hier, so wie du hier als Anstarrst warst. Wenn du zu ertränken Sorge möchtest, steht mein Aufzug dir jederzeit zur Verfügung. Ja, machen wir. Wobei ich hier nach dem ersten Part erstmal kurz essen gehe. Also, hoch, um mir was zu essen machen. Aber danach wird es auf jeden Fall weitergehen. Schließe einen Auftrag durch einen Rechtsklick auf einen NPC mit einem Häkchen über dem Kopf ab. Für das Abschließen eines Auftrags erhältst du Routine, Gil und andere Vergütung. Lächeln. Einen wunderschönen guten Tag. Was kann ich für dich tun? Du willst dich also als Abenteurerin registrieren? Na, das ist ja mal eine nette Überraschung. Schön, dass sich das Schicksal in den Hafen Limsalumensis geführt hat. Tatkräftige Männer und Frauen können wir immer gebrauchen. Faules Piratenpark haben wir schließlich genug. Baderon ist mein Name. Mir gehört der bescheidene Laden hier. Außerdem kümmere ich mich auch um die Belange der Abenteurergilde. Wenn du in Limsalumensis etwas Nervenkitzel suchst, bist du bei mir genau richtig. Denn los ist hier einiges. Da wären zum einen die wilden Stämme, die Saragin und Kobold in Lanoskea, machen den Wild in ihrem Namen alle Ehre und uns nichts als Ärger. Und als wäre das nicht schon genug, gibt es auch mit aufrührerischen Piraten immer wieder mal Probleme. Über Mangel an Abwechslung können wir uns hier also wahrlich nicht beklagen. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Aber die Galear regen sich zu einem Überfluss auch wieder. Ein Unglück kommt selten allein, was? Auf den ersten Blick würdest du es wahrscheinlich nicht vermuten, so sonnig und freundlich wie hier alles ist. Aber das Leben in Limsalumensis ist leider nicht so unbeschwert, wie es den Anschein erweckt. Jeder hat seine eigenen Sorgen. Die seelischen Wunden der siebten Katastrophe sind längst noch nicht vernarbt. Ja, da erzähle ich dir vermutlich nichts Neues, aber die Tragödie vor 5 Jahren hat uns allen übel mitgespielt. Hat dich viel gefehlt und die Hosea wäre abgesoffen. Wie ein alter Kahn auf rauer See. Dieser Drache, der den Mond Dalamut entstieg, hat schlimmer gewütet als alle Ungeheuer dieser Meere. Zusammen dies könnten. Und das sind einige, meine Liebe. Auch wir auf Wühlbrand haben eine ordentliche Breitseite abbekommen. Heftig genug, um uns hier allen das Gedächtnis zu vernebeln, wie es scheint. Du siehst es ja an mir. Warum das so ist, können sich nicht mehr die Gelehrten erklären. Das kann einem schlaflose Nächte bereiten, glaub's mir. Keine Erinnerung, keine Aufzeichnung. Es ist, als wäre ein Teil unseres Lebens mal eben ausradiert worden. Da haben viele dran zu knabbern und ich will es ihnen nicht verdenken. Nur, dass ein paar tapfere Heldinnen und Helden für ihre Serie gekämpft haben bis zur letzten Sekunde und niemals aufgegeben haben, daran können wir uns erinnern. Ihre aufopferungsvollen Taten werden wir nicht vergessen. Gerne würden wir uns bei ihnen bedanken, aber ihre Namen wollen uns partout nicht einfallen. Bei den Seeteufeln selbst, ihre Gesichter sind nur schattige Konturen, die verschwommen vor einem gleißenden Hintergrund verloren. Wegen dieser Tatsachen nennen viele die tapferen Männer und Frauen auch Krieger des Lichts. Eine treffende Bezeichnung, wie ich finde. Die einfachen Leute sind darauf angewiesen, dass ihre Abenteuer ihnen mit eurem Mut voranschreitet und neue Hoffnung gibt. Wenn du für die Bewohner Limsalumensis auch nur wenig Mut erübrigen könntest, wäre uns schon sehr geholfen. Du machst mir einen vertrauenswürdigen Eindruck. Glaub mir, mit zwielichtigen Gesinde kenne ich mich aus. Davon gibt es hier nämlich genug. Wenn du uns also helfen möchtest, wirst du uns mehr als willkommen. Was meinst du? Danke. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest.
So, jetzt haben wir aber genug geplaudert. Du hast ja sicher nur etwas anderes vor heute. Also deine Registrierung. Unterschreibe einfach hier, dann ist die Sache erledigt. Ash Curran, hm? Hübscher Name. Also gut, Ash. Du bist jetzt einer von uns. Willkommen im Kreis der Abenteurergilde. Hey, du da. Du bist mit dem Pferdeschiff gekommen, das ihr gerade angelegt hat, nicht? Der Kapitän hat uns berichtet, dass er zwischendurch fast von ein paar Piratenbooten zerlegt worden wäre. Mit Kanonenkugeln. Da hast du nicht zufällig was mit zu tun, hä? Piratenspitze kann ich nämlich dreimal gegen den Wind riechen. Wetteroffizier, wie kommt ihr denn auf so etwas? Diese junge Frau ist die beste Freundin des Enkels, der Nichte, der Schwester, des Vaters, der Mutter meines verstorbenen Großvaters. Die 12 haben ihn selig, mütterlicherseits. Die würden sich niemals auf krumme Geschäfte mit Piraten einlassen. Sind denn Bekannte von dir? Das ist natürlich etwas anderes, aber trotzdem, Padawan. Sicher hast du schon von den Entführungen gehört, oder? Sei auf der Hut, trau nicht gleich jedem. Aber natürlich, Wetteroffizier. Und jetzt solltet ihr euch Kameraden, euch und eure Kameraden euch erst einmal von den Strapazen aus anstrengenden Jobs erholen. Wir haben gerade frisches Bier geliefert bekommen. Warum genehmigt ihr euch alle nicht einen Tropfen? Geht aufs Haus. Doch wurde nicht wieder dieses verdünnte Schafspiss, oder? Aber nicht doch. Aber nicht doch. Meine Zapfhähne verlässt nur bestes Gebräu. Mit Hinblick auf meine Kundschaft muss ich die Preise natürlich niedrig halten. Aber das besagt nichts über die Qualität. Da vorne ist ein Tisch frei geworden. Nun setzt euch schon, bevor ihr mich noch verdurstet. Keine Angst, die Katze wird nicht immer in der Sequenz dabei sein, nur jetzt halt gerade am Anfang. Also die Katze verschwindet auch irgendwann wieder. Ich kann sie halt immer wieder ein- und ausschalten. Weil, scheiße, jetzt habe ich das überlebt. Na geil. Er hat sicher nichts Böses gemeint. Wir Seehunde sind nun mal ein temperamentvolles Volk. Da können die Schokobos schon mal mit einem durchgehen. Das Gute ist, dass es hier lang genug das stand, sodass ihr es selber lesen könnt. Nun, wie auch immer. Herzlich willkommen in Limsa. Willkommen in Limsa jedenfalls. Du wirst uns sicher noch eine große Hilfe sein. Das spüre ich. Wenn du möchtest, stelle ich dir unsere Stadt gerne noch etwas näher vor. Kannst mich jederzeit fragen. So, damit können wir das abschließen. Also, ich werde hier in diesem Let's Play alles holen. Also, beziehungsweise, ihr habt sogar die Wahl. Also, die Texte hier von der Hauptstory lese ich sowieso vor. Die blauen Quests lese ich auch vor. Das Einzige, was ich bei den blauen Quests nicht vorlese, ist, bevor wir nur einen Job, also eine neue Klasse annehmen, dieses Vorgeplänkel. Das lese ich einfach nicht. Alles, was dann nach der Anmeldung quasi passiert, also alles, was wirklich dann Story gehört, weil vieles davon klingt einfach gleich und ist auf Dauer etwas. Ich habe schon einige Jobs gemacht, deswegen. Ja. So, die Frage ist, ob wir die Nebenquests, die angezeigt werden, ob wir die auch alle komplett vorlesen. Weil ich werde die Nebenquests machen. Ich werde diese kleinen normalen Nebenquests, die nicht so markiert sind, sondern so markiert sind quasi. Ich werde die machen. Ich weiß noch nicht, ob ich nur die mache, wo man was für bekommt, wie zum Beispiel diese Scherben oder Tränke oder Ausrüstung. Oder ob ich halt wirklich alle mache. Weil eigentlich, gut, ich werde nicht alles farmen, was es hier gibt. Das schaffe ich, glaube ich, einfach zeitlich nicht. Ich werde gucken, dass ich das, was farmbar ist, was man machen kann, was man an Aufträgen machen kann, mache. Ich werde hier keinen Super Pro Gaming zeigen. Ich werde hier keine ultimativen Superbosse machen. Ich werde die Sachen später auf einfach und auf normal und auf schwer spielen. Das werde ich machen. Ich werde versuchen, die extra Mounts zu farmen, die es für jedes Addon quasi gibt. Also wie zum Beispiel Pferdchen, Vögel. Das werde ich schon versuchen, das werde ich gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Vielleicht höre ich mir dafür auch meine Leutchen an. ja.
Wir schauen. Guck mal, die Bühne. Das sei so mal vorweg gesagt. Was jetzt die Nebenquests angeht, ob ich die vorlesen soll, das liegt bei euch. Wenn ihr wollt, dass ich die Nebenquests vorlese, dann lese ich sie vor. Dann werde ich sie aber auch bis zum Ende vorlesen. Dann gibt es da kein, warum liest du das nicht vor und nee. Ja, wenn ich es jetzt einmal vorlese, beziehungsweise jetzt zu Anfang sowieso, damit ihr seht, ne, ob man das vorlesen sollte oder nicht, lese ich vor. Wenn ihr sagt, nein, lese ich nicht vor, dann werde ich es auch nicht vorlesen. Dann werde ich es niemals vorlesen, die Nebenquest. Wie gesagt, ausgeschlossen sind blaue Quest als wichtige Quest und Hauptquest. Die sind ausgeschlossen dafür. So, damit ist die Einführung ins Spiel beendet. Du hast deine ersten Schritte als Abenteurerin in Limsalominsel unternommen. Die Welt von Eosea liegt vor dir. Lass dich von Baderon in die unglaublichen Abenteuer einführen, die dich erwarten. Ich lese ja zum Beispiel auch die Exploration vor. Also die Erklärungen und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, warum beide da sind, so ekelhaft ist. Die Nase läuft heute ununterbrochen. So, wichtige Aufträge. Bedeutsame Aufträge, die die Geschichte von Eosea und seinen Bewohnern erzählen, werden als Aufträge des Hauptszenarios bezeichnet. Diese Aufgaben sind an dem besonderen Meteor-Symbol zu erkennen. Es gibt Aufträge, die erst durch den Fortschritt in einem anderen Auftrag freigeschaltet werden und die besonderen Inhalte oder Spielelemente einführen. Das sind diese Aufgaben nicht entgehen. Das sind die blauen Quests. Und dann gibt es, wie gesagt, halt doch die normalen Standard-Quests. Die sehen so aus. Und um die geht es mir, ob ich die vorlesen will oder nicht. Ihr habt jetzt in den nächsten drei Parts Zeit, das zu machen. Beziehungsweise, da ich das im Voraus aufnehme, sagen wir 6 Parts. So, das heißt, es kann sein, dass es im 4., 5. und 6. immer noch so ist, was ich vorlese. Also dann bitte nicht meckern, sondern, ne, dann lese ich das halt einfach vor, weil soweit die Parts noch nicht waren. Denn ich glaube, erst ab nächste Woche Montag kommt der erste Final Fantasy 14 Part. Eventuell vielleicht sogar schon am Wochenende. Deswegen seid mir da nicht böse. Aber wie gesagt, ihr habt jetzt in den nächsten Part Zeit, euch das zu überlegen, ob ich das machen soll, ob ich das nicht machen soll. Wenn ja, dann lese ich es komplett bis an mein Lebensende, lese ich alles vor. Wenn ihr das nicht wollt, dann lese ich nur die Nebenquests nicht vor. Sonst aber alles an. So viel dazu. Wir sind nun nicht komplett im Spiel drin. Aber ich denke, dass 38 Minuten bzw. gleich 40 Minuten mehr als genug sind für den ersten Part. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ich muss jetzt gleich eher noch das Thumbnail machen. Deswegen alles gut. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich werde gleich erstmal ein bisschen was essen machen. Und bis dahin. Ciao.